Ach, das hörst du? Dann nee, nicht mehr. Aber wie kommt denn das, dass du früher, mochtest ja anscheinend dann Frauenstimmen mehr als jetzt, oder nicht? Ich habe früher No Angels und Tokyo Hotel gehört. Aber wie kommt das denn, dass du dann auf einmal gar keine Frauenstimmen mehr so hörst? Ja, was heißt gar keine Frauenstimmen? Also, You Love Her Cause She's Dead macht auch, ist auch Frauenstimme, Crimes ist auch Frauenstimme und Crystal Castles ist auch Frauenstimme. Aber okay, halt verzerrt. Also man hört teilweise gar nicht, dass die singen, nur so dümpelt das irgendwie so im Hintergrund. Muss ich mir mal anhören, das klingt interessant. Ist das denn so Rock oder was ist das? Elektro-Gedöns. Ah. Ich kann ja gleich mal ein paar Links schicken. Ja, genau, das mach mal. Ich bin ja immer offen für neue Musik und so. So, was mache ich denn jetzt? Ich werde gleich getroffen. ja. Sterben? Nein, weiter. Nein! Ich bin gesprungen! Ich habe Kreis gedrückt! Ah, habe ich gedrückt. Ja, scheiß auf A. Ja, scheiß auf A, genau. So, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe, wir haben jetzt nämlich das letzte Leben jetzt, dann hör mal auf. Oh nö. Ja, ich kann auch noch weitermachen. Ich will, dass du den besiegst, verfick nochmal. Ich denke ja nur an dich. Ja, danke schön, das ehrt mich. Den ganzen Tag. Wenn sie morgens aufsteht. Ach, genau. Der Dave. Er sagt so an Dave. Und dann irgendwann, diese Frauenstimmen in der Musik und alles. Oh, und wieder, ficken! Ja, das kommt dann auch zwischendurch. Und wenn die Sperma-Level kommen, dann... Achso, ich fotografiere mir das gerade mal ab. Ja, tu das bitte. Und nicht so schnell wieder wegklicken. Nee, ich weiß auch nicht, warum ich das eben gerade weggedrückt habe. Ja, ist im Eifer des Gefechts, hör mal. So. Ich hätte auch auf Continue gehen können, Mann. Ich vergesse das immer. Oh, Sparkman hat so eine Scheiß-Stage, ey. Don't blame him. Die Musik ist gut. Ist trotzdem eine Scheiß-Stage. Ja. Warum steht da eigentlich B1? Weil da 1F steht. Bottom Floor? Ach, das ist ja hier, ne? Da komme ich ja auch immer wieder mit durcheinander. Es ist ja, die Zählung ist ja unterschiedlich in Amerika und in hier. Ja, weil also die mit haben First, mit First Floor und Erdgeschoss und sowas, ne? Ja. Boah, das ist so bescheuert. Das ist genau wie das gleiche wie mit Milliarden und Billion. Mhm. Das habe ich auch nie verstanden, was der Scheiß soll. Ich weiß auch nicht, was die immer mit ihren Foot und ja, und Inches und ja, alles. Die müssen immer eine Extrawurst haben. Schlimm. Vor allem alles so krumme Zahlen. Ja, ey. Und extra Würste schmecken nie. Ja, ein Inch ist, glaube ich, 2,54 Zentimeter. Ja. Und eine Meile, nee, genau. 1,6 Kilometer, genau, glaube ich. Ey, du bist super informiert. Und dann gibt es noch hier ein Foot, das sind 30 Zentimeter, glaube ich. Genau, ungefähr. Ungefähr 30 Zentimeter, genau. Und da gibt es auch noch eine Elle, gibt es ja auch noch, ne? Ja, das war aber, also das war aber, glaube ich, überall irgendwie. Das kam ja irgendwie vom Ellen König. Sind überall. Ellenlang, ne? War ja irgendwie vom König irgendwie abhängig. Oder wie groß seine Elle war. Ja. Irgendwie so weiter, ja. Oder dann hier mit Fahrenheit und alles. Ja, alles. Mit Celsius. Ganz merkwürdig da. Ja, ne? Schlimm. Immer diese Extrawürste, ey. Wow, der kam voll straight auf mich zugefahren. Aha, I've seen it. No wonder. Third Floor. Ah, denn der Third Floor ist doch dann das zweite Stockwerk, oder nicht? Ja, oder eigentlich das? Schon. Eigentlich schon, ne? Ja. Muss da immer mit drauf klarkommen. Und jetzt fällt sie wieder ganz runter. Ist so bescheuert eigentlich. Jetzt geht's wieder hoch, dann fällt sie wieder runter. Aber hier vor allem steht der, doch aber B10. Das Schöne ist, er hat keinen Fallschaden. Ja, das finde ich sehr gut. Oder wie ich das immer so gern so sage, im Affekt so Schallfaden. Ja, ohne Scheiß. Ich sage in 90% der Fälle, sage ich immer aus dem Affekt irgendwie, der hat aber keinen Schallfaden. Das ist voll gut.
Und dann kriegst du es meistens noch nicht mal mit, ne? Ja, eben, das ist voll schlimm. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber hast du das auch? Da habe ich mich schon in den Kopf zerbrochen. Der Alex hat das zum Beispiel auch, dass in Let's Plays und in Spielen, dass man ständig Leiter und Treppe verwechselt. Wenn man Leiter meint, sagt man Treppe, und wenn man Treppe meint, sagt man Leiter. Weiß ich nicht. Also bei mir kam jetzt noch nicht so oft Leitern und Treppen vor. Ach so, weil ich habe das schon voll oft gehört. Also falls ihr da irgendwie als Zuschauer was darüber wisst, schreibt es in die Kommentare. Wow. Weil Alex hat das, und dann bei anderen habe ich das auch schon gesehen, bei mir habe ich das auch schon bemerkt, das ist irgendwie ganz komisch. Aber in der Realität natürlich nicht, nur in Spielen irgendwie. Da kommt dann, das verwechselt man immer, ist voll bescheuert. Also mir ist das so jetzt noch nicht aufgefallen, wie viel Leben haben wir? Eins. Sprech mal den Dönes drauf an. Ich glaube, der hat da noch nie drauf geachtet oder so. Scheißegal, ich spreche ihn trotzdem drauf an. Ich spreche ihn einfach drauf an. Was sind das denn für scheiß komische Fuck-Dinger da? Wie böse. Das ist aber schon ein bisschen kacke, ne? Ja, das ist echt behindert. Also, scheiße. Nein, das darfst du ruhig sagen. Ich würde das zum Beispiel nicht sagen selber, aber wenn du das sagst, dann sag das ruhig. Ich weiß ja, was du meinst. Beschissen. Ja, bekackt. Braun ist es. Verfickt einfach. Sowas sag ich dann eher. Und so Nazi, so braun. Eva Braun. Nice. Springen und dann schießen, sonst hättest du den... Ja, Mamma mia, du. Oh. Dieser Drecks-Controller, ey, ich könnte gegen die Wand schleudern. Don't do it. So, ich habe jetzt keine Lust mehr. Okay. Machst du jetzt so einen Rage-Quit wie bei Twinsanity? Nee, das ist ja kein Rage-Quit. Also, nee. Wenn du nicht weg müsstest, dann würde ich jetzt noch weitermachen. Aber... Wir können auch gerne noch ein paar Minuten machen. Wir nehmen schon anderthalb Stunden auf... Ja, wo ist das verdammte Problem? Du wirst vom Alex vermisst. Ja, das werde ich öfter. Und dann sagt der Alex, nee, die Julia ist voll doof. Niet? Na, niet. Niet. Also wir können es gerne nochmal versuchen. Ach, Dave, ne? Wenn ich gleich Anschluss vom Alex bekomme, ne? Dann ist ja aber die Kacke am Dampfen. Aber nicht lauwarm, du. Nee. Das passt schon. Believe me. Mit 24 kann ich auch selbst verantworten. Weil knapp 24. Obwohl, oh, das war bitter. Ja gut, aber wäre trotzdem bitter. Ich hätte gerne ein Leben. Gut. Oh, super gemacht. Lag. Warum leckt denn das immer so? Ich verstehe nicht. Ist der NES überfordert, oder? Ja. Ist der zu alt, oder warum meinst du? Nee, das ist... Also, mir ist oder läuft der dann irgendwann zu heiß, irgendwie? Nee, mir ist gerade auch dieses Wort eingefallen. Das sind Sprites. So. Ja, also genau, die 2D-Grafiken da, genau. Genau. Die sich quasi immer mitdrehen und, ja. Gibt's ja auch zum Beispiel in Tomb Raider, genau, der... Ach ja, dieses Toten... Genau. Ding da. Ja, genau, die Spreiz. Ja, auf jeden Fall, wenn zu viel auf dem Bildschirm abgeht, dann kommt der arme NES an seine Grenzen. Wie viel Arbeitsspeicher hat denn der eigentlich? Weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren. Wie viel Kilobit? Muss mal googeln. Mach ich jetzt mal eben, warte mal. Oh, Kann ich dir jetzt so leider nicht sagen. Deswegen google ich ja jetzt ja auch. Was willst du tun? Was willst du tun? Moment, der NES. Das NES. Nintendo Entertainment System. Das weiß ich auch. Ich wollte das nur noch mal episch sagen, ey. Es gibt auch, kennst du den Famicom? Ja. Das ist ja die japanische Version davon, ne? Ja, sieht voll kacke aus. Ja. Du bist aber gut informiert. Sehr gut.
Weil das habe ich nämlich letztens bei dem Let's Talk zu Resident Evil mit dem Alex auch angesprochen, ja. Da kam auch irgendwie auf den Famicom und alles. Ich glaube, der Famicom hat sogar, die Controller sind da fest an der Konsole dran. Okay. Fände ich voll kacke. Hallo, was ist hier los? So, jetzt gucken wir mal eben hier. Also ich sehe gerade auf jeden Fall, dass über 51 Millionen Einheiten davon verkauft wurden vom NES. Das ist viel. Was echt krass ist, ja. Was? Lass mich doch mal rülpsen, Mann. Vollmilch. Vollmilch? Vollmilch. Was? Metal Gear. Metal Gear! Genau, das erste Metal Gear 1, genau. Das erste Metal Gear 1, genau. Das ist ja auch für den Dingens für uns. Das Metal Gear, nicht das Metal Gear Solid. Ja, das Metal Gear 1. Aber das ist aber auch für den MSX. Ja, aber. Weil die MSX-Version sehr viel besser ist als die NES-Version. Ich habe ehrlich gesagt, vom MSX habe ich noch nie irgendwie was gesehen oder so. Das kenne ich nur vom Hörensagen, das Ding. Ich wollte mir mal einen kaufen, nur die Dinger sind irgendwie schweineteuer bei eBay. Hm. Ist das denn auch so eine Konsole, die es auch so in Europa gab, oder war es eher so eine amerikanische oder so? Ich glaube, die gab es gar nicht in Europa. Ja, weil die sagt mir halt auch nicht so wirklich viel, habe ich noch nie so wirklich viel drüber gehört, nur den Namen immer. Oh, ach, wir Mann. Haben, oh, 2 Kilobit Arbeitsspeicher. Boah, das ist ja manche einiges. Spiele, wie zum Beispiel Super Mario Bros. Brothers 3, 8 Kilobit, enthalten zusätzliches RAM. Ach, dann bringen die Spiele zusätzliches RAM mit, das ist ja interessant. Und Videoram 2 Kilobit, ja. Und Modulgröße ist natürlich, sagen wir da, 6 Megabit, genau, 192 Kilobyte. Auflösung 256x224 Pixel, das ist die NTSC-Fassung, und 256x240 Pixel ist die PAL-Fassung. Und Farben und Sprites sind 16 aus 32 Farben gleichzeitig darstellbar an Sprites. Und dann gibt es 25 aus 52 Farben gleichzeitig darstellbar, also Hintergründe. 16 Hauptfarben gibt es, dann gibt es 8 Schattierungen. Plus Grundfläche dunkelgrau-schwarz. Die Sprite-Größe ist 8x8 Pixel oder 8x16 Pixel und es gibt insgesamt 64 Sprites, die gleichzeitig dargestellt werden können. Wie viele? 64 können gleichzeitig dargestellt werden. So. Jo. Ach hier, NES-kompatible Nachbauten, die heißen dann Famiclones. Aha. Es gibt auch noch den Toploader. Ja, genau. Den habe ich auch. Ah ja. Der ist toll, weil der liest teilweise Cartridges, die der NES nicht mehr lesen kann, weil die irgendwie zu verstaubt sind oder so. Mhm. Also ist quasi wie... Kennst du denn auch den ROB, also den Robotic Operation Buddy? Ja, den wollte ich mir auch mal kaufen, aber der ist auch schweineteuer. Ich lese ja gerade, der gehört in den USA beim Deluxe-Set zur Grundausstattung. Mittels Sensoren in den Augen konnte der kleine Roboter Informationen und Befehle vom TV-Bildschirm empfangen, welche via Tastendruck ausgelöst wurden. Aha. Ach so, hebt der Rob beispielsweise Klötzchen hoch und öffnete im Spiel damit gleichzeitig eine versperrte Tür. Das ist ja cool. Was aber nicht immer funktioniert hat. Aber es klingt in der Theorie gut. Es gibt vom AVGN gibt's auch eine Folge dazu. Hm. Über kennst den. Du denn auch den Zapper? Ja, den habe ich auch. Ah ja. Genau, Leitgang. Gang. So, versuche ich es jetzt nochmal oder lasse ich es jetzt sein? Für Nintendos neuere Heimkonsole Wii gibt es eine neuere Version des Zappers. Muss einmal, ja. Einmal versuchen wir es noch. Ich habe auf Stage Select gegangen. One more time. Wenn wir es dann nicht schaffen, dann können wir aufhören. Nein, aber dann ist es heute auch einfach nicht vergönnt. Ja. Achso, genau, warum es eine neue Version vom Zapper gibt, ist, weil die alte Version nicht auf flachem Bildschirm funktioniert. Also, ihr braucht eine Röhre. Ah, ja, stimmt, ja. Da habe ich auch schon ein paar Mal was drüber gehört. Weil ich dachte nämlich, meiner wäre kaputt, den ich bei eBay gekauft habe. Aber er funktioniert halt nur auf früheren Bildschirmen. Ich habe noch einen Röhrenfernseher. Ja, ich spiele gerade auch auf einem. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Beste Wugib. Ja. Ich meine, im Prinzip habe ich 2 Fernseher, weil ich habe ja mir in der Wohnung habe ich einen Röhrenfernseher und bei meinen Eltern hier gerade habe ich einen Dingensbummensfernseher, einen Flachbildfernseher.